Jo, hallo liebe Leute. So, der Tag ist abgeschlossen. Bloß trotzdem setze ich mich jetzt mal vorne dran. Heute gibt es einen ganz kurzen Vlog. Und zwar aus folgendem Grund, weil einfach nicht wirklich nicht viel los war. Also ich nehme an, der wird kurz. Das werden wir ja sehen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht geschnitten. Deswegen lasst euch einfach mal überraschen. Werden wir ja sehen. Alle werden wir danach sehen, nach dem Schneiden, wie lange es geworden ist. Eine gute Sache gibt es auf alle Fälle zu berichten. Lasst euch überraschen. Guten Morgen, auf alle Fälle, so, wir sind wieder da. Na, hallo, ja, die lacht in die Kamera. Ja, du bist ein süßes Baby. Oh. Mm, goldig, so ein süßer Maus, ja. Kamerakind, warte. Ja. Die Mutti hat Essen gemacht. Ja. Yeah. So, fein. Die konnten noch nicht mal mehr hochgucken, weil das Handy ist, blockiert sich total. Es gibt Frühstück mit Kartoffelbrot und Besteck und Ei. Leider sind mir die Eier kaputt gegangen, weil ich auch ohne auf dem Arm hatte. Alles mit dabei, Speck und Ei. So, Family Vlogs. Ja, meine Mülltonne. Alles noch gut? Offensichtlich, alles gut. Hallo? Der Wimberwapp. Bist du der Wimberwapp? Ja oder nee? Du bist mein kleiner Wimperwapp. Hallo Baby. Hallo. Du bist der Ona. Das ist unmöglich anzugucken. Ja, furchtbar. Du bist mein Baby. Ui, ui, ui. Ich muss in den Keller. Hat sie geschmeckt? Ja. War total lecker. Ach, ich hab ganz vergessen. Bei der Polizei anzurufen. Wir haben ja ein Rad angekauft gestern. Ist ja völlig untergegangen gestern. Für 20 Euro. Pegasus für 20 Euro. Wenn das nicht geklaut ist, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn das legal ist, also, dann höre ich auf mit Fahrradladen, weil dann auch gar keinen Sinn, Räder zu verkaufen, wenn ich die für 20 Euro. Da, wo ist er denn? Wenn du die für 20 Euro so haben kannst. Ja, Wahnsinn. Gut, jetzt fangen wir mal an hier mit Licht. Hat er schon angefangen gesagt, aber jetzt ist ja, also jetzt ist ja unglaublich, dass er ja alles die Macht hier. Eieiei. Rücklicht, das Gewinde vom Rücklicht hier ist. Kennt ihr diese Rücklichter? Stimmt, ja. Diese uralten Dinger hier.
Dann hast du hier dieser Einsatz oben drin, da kommt die Glühbirne hier unten rein. Und hier oben das Gewinde war total verrostet und dieser Fixiermutter oder Fixierschraube, die man mit der Hand normalerweise lösen sollte, ging nun gar nicht mehr zu lösen. Jetzt habe ich das gerade gelöst bekommen, tatsächlich. Jetzt muss ich die Gewindegänge freiputzen. Ich werde nach einer Möglichkeit alles original erhalten bleiben. Denn dass man jetzt mit der Lampe so viel Zeit verbringt wie mit dem übrigen Rad, ist ja ja nicht wert sozusagen eigentlich. So, hallo, hört sich nach zart an. Kann ich schon denken. So, wer wieder steht hier? Da steht so. Hallo, von oben reingerufen. Und dann steht da vorne so. Hi. Norris. Chuck Norris? Norris? Norris hat er gesagt. Jo, liebt das alles ein. Jeder ist hier willkommen. Ja, Fakt ist, ich habe das jetzt hier sauber gemacht, den Gewindegang. Da werde ich gleich nochmal ein Fett tunken. Das sollte man wirklich tun, weil das ist ja keine besonders edle Geschichte. Ist aber schon uralt. Fett tunken ist natürlich auch übertrieben. Hier so ein bisschen Fett einfach hier auf dem Gewindegang auf. Das hilft wirklich, ja, das ist wirklich gut. So, haben wir. Dann schaut mal hier, wie leicht das geht. Ist das mal, wie leicht. Next one. Hallo. Guten Morgen. Ja, bitte. Fakt ist, das kann man jetzt richtig gut schrauben. Das wollte ich jetzt eigentlich nur noch mal zeigen. Und jetzt baue ich den Schlunz auch schon ein und gehe euch nicht länger auf den Sack damit. Ja, wir wissen jetzt, du findest die Lampe ganz toll. Ja, das tue ich. Ich finde die Lampe ganz toll. Ich finde die Lampe super. Jetzt mache ich sogar noch eine Unterlagscheibe oder sogar zwei vielleicht darauf. Also bei Dynamus? Ja. Und wie lange das dauert, das reparieren zu lassen und wie teuer das ungefähr wäre? Lange. Wie geht's an hier? Ich könnte zum Beispiel morgen früh vorbeibringen. Jo. Sogar das ganze Wochenende, weil wenn ich nicht da. Ich glaube, das würde wahrscheinlich ausreichen. Ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Mhm. Ja, na, dann bringst du das einfach und dann. Okay. Dann machen wir das. Cool, dann bring ich das morgen früh vorbei. Bring ich morgen früh vorbei. Ich bin da nochmal. Gut. Jo. Schau mal, da haben wir jetzt einen perfekten Kontakt gefunden hier. Das ist echt so ein Ding, schraubst auf. Und dann machen wir hier nämlich so einen Kontakt drauf hier. Kabelschuhkontakt. Drogenfrei in dem Mai, alle sind wir mit dabei. Zap, zap, wunderbar. Sehr schön. Wir schauen, wir hoffen, es funktioniert. Ah, ich funktioniere jetzt nicht, ich krieg die Krise. Warum nicht?
Gott sei Dank. Safe. Hammer, Hammer. So mache ich das. Ne? Also ich mach den mal hier ran. Den kann man jederzeit ja abmachen. Aber so, wenn es jemand zudrückt, auch nur aus Spaß, dann fliegt der Schlüssel nicht weg, habt ihr gesehen. Ja, und man selber kann den ja dann mitnehmen. Einfach, zack. Wiederholen wir den Vorgang nochmal. Damit ihr auch wisst, was ich meine, wovon ich rede. Schlüssel hier festmachen, ganz simple Geschichte. Zack. Wenn man dann zumacht, fliegt er nicht irgendwo hin in eine Gosse. Daher sehen gerade. Bleibt erstmal da hängen. Kleiner Trick. Auch wenn jetzt jemand aus Scherz einfach zudrückt und den Schlüssel mitnehmen will, dann. Ach Scheiße, komm, lass denn eher da jetzt noch fummelt, den Schlüssel abzumachen. Das ist ja für viele einfach nur ein Spaß, zuzudrücken. Vielleicht bleibt es ja länger erhalten. Ja, legen wir noch rum. Und holen wir ein Telefon, um die Polizei zu verständigen. Jedes Mal ist die Nummer weg. Ah, ich krieg die Krise, ich krieg die Krise. Warum zur Hölle ist immer die Nummer weg? Ich glaube, ich habe den Teich hier. Und dann werden wir das mal abfragen mit Jutterad. So. So, das ist nämlich Bike Repo. Nächste Runde. Euro. Mehr will ich dafür auch nicht zahlen. Ja komm, das ist jetzt hier, das ist jetzt natürlich hier kein super Luxus Sonderrad, aber ey, wer verkauft denn sowas für 20 Euro? Pegasus Turina. Mit Nabendynamo. Ah, neu, sieht aus wie neu. Die Reifen sind ein bisschen abgefahren, okay, aber es sieht wirklich gut gepflegt aus. Eine LED-Beleuchtung schon. Hinten auch. Nexus 7-Gang. €20, ganz normal. Die Frau will das nicht mehr. Ganz normal. Überhaupt kein Thema. Jo, ich suche jetzt mal die Rahmennummer raus und dann werde ich mal nicht. Hoffentlich der Besitzerin können wir den zurückgeben, weil das ist ein schönes Rad, Mensch. Kostet ja nun, also kostet ja kein Vermögen, aber kostet wahrscheinlich auch 400 Euro oder so, bestimmt. Ja, schönen guten Tag, der Tommy hier aus der Blödner Straße. Ja, alles super. Ja, läuft, wird schon gut. Pass auf, ich habe hier einen Ankauf, ein Fahrrad, Marke Pegasus. Darf ich dir? Ja, selber so gut. Also ich denke, also das wird nicht laut sein. Also ich weiß ja, ich hoffe es ja nur, wenn es... Es sieht sehr schön aus noch und ich hoffe, die Dame zeigt das an. Ja, tut mir leid, ich hoffe nur, ich laute sein. Ja, weil die anderen brauche ich nicht. Ich brauche kein Pegasus. Ja. Nee, will ich aber ja nicht behalten. Ich will es ja, weißt ja. Also es sieht sehr schön aus. Pegasus Turina. Ach, gleich die Nummer. Das ist AA.
8. Na, braun sind die Griffe, Griffe. Genau, also ein besonderes Merkmal wäre wahrscheinlich braune Reifen hat, braune Griffe hat, einen braunen Sattel hat. Also es ist in Erfahrung. Sehr schön, ich freue mich. Ach, kannst du dir vorstellen, wie ich mich freue denn? So bescheuert war eigentlich. Ja. Ja, schupper hier durch die Gegend und hat es mir für 20 Euro, weil die Frau es nicht mehr braucht. Natürlich braucht die Frau das nicht mehr. Es wurde ihr geklaut. Hat ein Körbchen dran, ist da noch irgendwas beschrieben? Na, faul waren sie. Haut einmal frei hin. Na, ist doch nichts. Und sieht auch sehr gut aus, ist nicht beschädigt groß. Also wird sie sich freuen, ist voll fahrbereit. Na, alles klar, weiß ich Bescheid. Schloss war nicht dabei oder irgendwas, aber die Adresse von dem Herrn, der es mir verkauft hat, allerdings gestern, habe ich natürlich. Ja. Yeah! In the face. Ey, und günstiger, ey, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das finde ich geil. Ich find's geil. Ich find's so geil. U-Bahnhof Westfahrweg. Geklaut. Das Ding. Wunderbar. Ist drin in der Verhandlung. Kommt zurück. 20 Euro, ey. Yay. Fit ich das gut. Tja, nun wissen wir aber nicht. Ja, jetzt wecken natürlich die Mist. Muss ich ja wegschicken. Quasi. Ich müsste ihn ja wegschicken. Ich weiß ja, ist nicht laut Rad, hat er mir gebracht. Aber für einen Zwanni? Absolut Strike. So geil, ich freue mich. Yeah, ich freue mich richtig. Mann, ey. Ich freue mich. Kann wahrscheinlich keiner nachvollziehen, so richtig, aber ey, das ist so ein bisschen so eine schöne Erleichterung, ja, weil man, weißt du, wenn das mein Rad wäre, ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen, wenn das mein Rad wäre, ich glaube, ich freue mich so schon jetzt für die Dame, die das Rad dann wieder bekommt, ehrlich gesagt, das ist unglaublich, das ist wirklich unglaublich. Klar, ich habe Geld ausgegeben und die kriegst eventuell auch, ist immer die Variable, dass ich das Geld nicht wiederkriege, diese 20 Euro, aber. Erstens bin ich mir jetzt sicher bei dem Typen, dass das geklaute Räder sind, was man natürlich vorher schon weiß irgendwie, aber jetzt ist es eine Sicherheit. Jetzt ist es eine absolute Sicherheit. Ja. Man weiß es ja vorher eigentlich, aber jetzt ist es bestätigt. Ja. Dann ist es einfach auch wieder da. Es ist wieder da. Es ist nicht irgendwo an einem Touristenjang oder irgendwas. Jetzt 10 Tage später ist es wieder da, nicht mal 10 Tage später. Na Mensch, dann schauen wir hier doch so ja noch das wackelnde Körbchen ist. Schick. Bike Repo quasi begonnen. Gestern, heute abgeschlossen. Geil. Pegasus Turina ist zurück. €20.
Yay. Na dann bis zum nächsten Rad. Vielleicht kann ich ja auch irgendwann mal euch helfen, irgendwie, wenn ihr aus Berlin seid oder so. Und durch Zufall irgendwie. Also es werden so viele Räder geklaut und ich fände das so geil, dass das wieder zurückkommt. Damit förderst du den Diebstahl. Womit? Scheiße, dass ich für 20 Euro das hier ankaufe und er hat nicht für 20 Euro an den nächsten verkauft? Nein, mache ich nicht. Überhaupt nicht. Ich fördere ihn überhaupt nicht. Sondern ich sorge dafür, dass die Adresse bekannt ist von dem, der es geklaut hat. Und ich fördere, dass er eventuell, wenn das vielleicht ein paar Mal passiert ist, dass er bekannt auffällig ist, dass er dann eventuell auch mal weg von der Straße ist. Dafür sorge ich. Wollte ich nur mal sagen, die Räder klauen sie auch ohne mich. Die sind schon geklaut. Die klauen sie nicht wegen mir. Also. Bis zum nächsten Auftrag. Jo, Tretlagerwechsel. Tretlagertausch, Holotech 2. Nicht wie 190217. Nee. Haben wir nicht. Wie 190217. Mann, Kinders, Alter. Wir brauchen unbedingt. Ey, wir machen ihn mal. Halt, Polizei. So, warum tausche ich nicht hier? Weiß ich jetzt ja nicht. Ich kann es vergessen. Warum zur Hölle tausche ich das Lager? Weil der Kunde gesagt hat, ich soll es machen. Okay. Na dann machen wir es einfach. Also ich habe hier ein gutes Lager geholt. Ein Token. Ja. Von Token halte ich ja eigentlich sehr viel. Und jo, jetzt beugt das aus hier. Dafür löse ich hier diese Vorspannschraube. Dann löse ich diese Inbus-Schräubchen. Dann sehen wir hier ist keine Sperrvorrichtung mehr drin. Also können wir es einfach aufziehen. Normalerweise gehört hier so eine kleine Scheibe rein dazwischen. Die hat einen kleinen Haken dran. Den klebt man so rein. Aber das ist hier schon erledigt. Also gibt es hier nicht mehr. Das ist jetzt nicht aufregend. Muss man jetzt nicht extra zeigen, wie ich hier. Kreuzschlitzschraube rausdrehe. Also ein zweiteiliger Kettenschutz, den kann man dann vorne abziehen. Das ist ganz praktisch. Ja, jetzt kann man einfach. Ne, ganz simpel. Man braucht da keine Gewalt, keine Kraft. Muss einfach rüber. Genau. Entschuldigung, dass ich da dauernd gegenstoße mit meinem Hut, mit meinem Kopfe. Rüber gedrückt, kann ich das entnehmen. Müller. Ja, bitte. Ach Mensch, ey. Du hast eine Einweisung, musst du es ja nicht morgen machen. Ich werde es trotzdem machen. Das ist ganz schlau. Weil? Ich bin schlau. Ich bin fix. MacGyver ist dagegen nichts. Ich muss mich ja auch noch bei meinen Chefen bedanken für das Geschenk. Und dabei, bei der Praxis in der Nähe, ist doch gleich eine Barmer. Uiuiui. Mann, ich habe keinen Bock. Das will ich alles nicht. Ja, nicht, dass du da eine Untersuchung nicht machen kannst, wo sie ein Fieber hat oder sowas, weißt du? Oh. 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 Ich muss jetzt endlich alles hinter uns bringen. Ich auch. Ja. Ach, ich wollte dir sagen.
Okay, haben wir. Ja, die Suppe hat alle ein bisschen geschmeckt. Ich habe auch ganz viel gegessen. Drei, vier Teller habe ich. Hab ich. Was? Heute mal, wo sie bei uns war, oder was? Marlies Müller-Hein präsentiert in Gedankenschlank. Irgendwas anziehe und mich dann Spiel abgucken, kann ja nicht wahr sein. Ich war doch in Gedanken immer so schlank. Ja. Marlies hat gerade eine kleine Depression, weil sie sich zu dick fühlt, wo sie doch in Gedanken immer schlank ist. Ja, ich habe 18 Kilo mehr als zur Normalzeit. Als zu ihrem 18. Das war bis. Wie viele Jahre älter bist du denn als 18? Etwa? Aber. Ist das nicht pro Jahr ein Kilo und dann ist gut? Aber ich war bis nach Lumen so schlank. Nach Skadi bin ich erst so fett geworden. Ja, unansehnlich fett. Ist ja widerlich. Skadi, die ganze Bank nimmst du da ein. Seit 4 Jahren sehe ich erst so aus. Die erzählt einen Scheiß. Eigentlich müsste man die links und rechts in der schallern und dann wieder auf Normalstrom stellen. So, jetzt wird Zeit für Komplimente für Marlies, bitte. Also schreibt in die Kommentare. Ja. Das brauche ich. Das braucht sie. Ich sehe es ja selber. Sie sieht es ja selber, dass sie eigentlich ganz schlank ist, aber sie will es nicht wahrhaben. Normalgewichtig. So ein Mist, normalgewichtig. Ich will endlich wieder Anorex werden. Ich will wieder schlank sein. Muss doch möglich sein. Was muss möglich sein mit 4 Kindern? Schwank zu sein. Ja, hier, wie essen die von dem Becken? Ja. Aber die hat bestimmt einen personal Trainer und jemand, der ihr das Essen kocht. Ja, David Becken, das reicht doch. Der kocht ihr nämlich nicht das Essen. Nee. Personaltrainer. Wer braucht denn sowas? Der Schrank sein will. Mal, es geht doch ohne Personaltrainer. Ja, ich weiß, aber jetzt gerade ist es für mich schwierig, weil ich die Krise noch mal zerfülle. Hier, die Kaffeekasse. Danke. Danke. Wie bitte? Ja, so. Attraktivität. Was? Hast du was gefunden? Ja. Nicht, dass ich dann schon wieder von meinem Vater einen Anruf kriege. Ja, Junge, ich sitze gerade. Zwei Haare in Kissen krummen Rücken. Ja. Obwohl er schreit nicht so, ich muss jetzt irgendwie lauter werden. Deswegen machst du es nicht, weil er nicht laut geschrien hat. Ist nicht hängen geblieben. So, diese. Oder ihr habt es immer nicht. Sitze ich gerade hin. Guck mal, da war. Nee, auch nicht. Auch nicht, Mistverdammt, da war so Pädagoge. Nee, bei uns ging das ja immer nur so. Setz dich jetzt gerade hin oder ich nehme dir deinen Rolex weg. Au. Verdammt. Welche denn? War dann die Frage. Ja, also unglaublich. Mann, was ist so mit den Leuten los? Aber das fällt mir auch jeden auf, ey. Autofahren? Ich hab ja keine Lust, meinen Führerschein zu machen. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Furchtbar. So, warte mal, dann gucken wir jetzt, ob der Kollege hier. So, shit. Kram. Ja, scheiße. Glaubt er mir wieder, keiner war. Jetzt habe ich da angerufen bei dem guten Mann. Der denkt ja auch, ich bin ein Idiot hier. Aber hier. Das wölbt sich schon arg und hier fängt es schon an zu brechen an der Stelle. Ich kann das immer kaum darstellen hier. Ich weiß nicht, wie ich das darstellen soll. Aber sieht da mal eine Spiegelung hier an diesem Reflex hier unten. Da könnt ihr ganz genau sehen. Das müsste sehr plan sein. Also müsste sich, seht doch mal. So? So.
Da ist ein Knick drin ohne Ende. Das kann ich natürlich so nicht, wenn ich das einbaue und der Antrieb ist neu. Alles schick. Dann pumpt er richtig auf, will in den Urlaub fahren oder was eine längere Strecke mal und dann knallt ihm das Ding weg. Der ist sauer wie sauer denn. Also machen wir lieber gleich. Richtig. Das ist gut. Also, jetzt mal kurz die Kamera aus, weil dann sonst ist Strom alle. Bälle, das ist gut, Bälle. Zum Angeln oder so, so als Hobby so, reicht es ja. Ich will ja keine auf der Straße, sage ich nicht, gemisst machen oder zeigen, dass ich jetzt habe, ja. Besser, wie die anderen mit Messer rumlaufen und Banküberfall mit Messer oder spät kaufen oder so. Banküberfall mit Messer, nein, das wäre ja. Ja, ja. Oh, das ist ein guter Witz, so. Ja, ja, logisch, hab ich ja das halt gelesen, ja, ja. Ging bestimmt gut aus, wa? Das sieht gut aus, klar. Für die Bank. 1:0 für die Bank. Sind ja alle so eine Spezie, alle so eine Schlauen. Und wenn ich so was machen würde, Thomas, eine Stunde später würden sie mich kriegen. Eine Stunde später erst, dann hast du aber länger gehalten als der mit dem Messer in der Bank. Ja, genau, wenn ich so was machen würde, erst mal das, dann würde ich schon Angst kriegen. Ich würde mir das ja nicht trauen. Was würdest du klauen? 100 Mark? Mir kann mir der Kunde sagen, ich würde mir das ja nicht trauen. Ja. Ach, Wolfgang, ja, einfach mal probieren. Nee. Wo nimmst du denn 8 Euro Messer von Wackelkatalog? In Rentner hier zu klauen oder überfallen oder so. Klaust du ja nicht dem Rentner, klaust du der Bank. Bist ja ein moderner Robin Hood quasi. Ist ja auch, aber überhaupt. Ist ja auch. Du machst du natürlich nicht, Wolfgang, ne? Klar. Ich lasse am Morgen in der Zeitung lesen, Rentner. Der Papa von meinem Kumpel. Du wolltest ein Fahrrad haben, der ist da cool, ich bin am Fahrrad. Wir hatten auch Videomaterial, wo jetzt. Soll ich besprechen, ja. Okay. Ja. Ich muss den Auftrag jetzt machen. Hat Felix Pech gehabt, ganz einfach. So, Auftrag fertig. Gute Nacht, sag ich mal. Gute Nacht. Ich wollte eigentlich jetzt anfangen, hier das Rad aufzubauen, aber dann kam hier der Nachbar nach Hause und hatte auch sich gerade einen frischen VW-Bus gekauft und naja, dann tauscht man sich ja aus. Und jetzt ist es schon spät nach Feierabend. Jetzt ziehe ich einfach nach oben und das war's. So, und somit sage ich jetzt gute Nacht. Liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder. Alle Gute. Und mit diesem überaus erfolgreichen Tag verabschiede ich mich heute bei euch. Wir sehen uns morgen wieder und viele gab es ja nur heute nicht zu zeigen. Aber immerhin, das Fahrrad ist wieder zurück und dafür einfach mal schon spontan Daumen nach oben. Und wer das anders sieht, naja, tut mir leid, der bekommt sein Rad dann eben nicht von mir zurückgekauft. Ja, so sieht das aus. Also, ciao.